Ja, herzlich willkommen beim K-Technik and Repair Channel. Heute möchte ich euch zeigen, wie man bei einem VW Crafter den Service hochstellen kann. Ihr werdet wahrscheinlich genau das gleiche haben. Ihr werdet oben dieses SER haben für Service mit dem Werkstattschlüssel daneben. Und ich zeige euch, wie es geht. Ihr müsst folgendes machen, so wie ich jetzt. Einfach erstmal Schlüssel reinstecken, die Zündung anmachen, die Anzeige kommt wie dort auch. Und jetzt müssen wir erstmal so lange warten, bis diese Anzeige weg ist. Das heißt, bis oben die Kilometer wieder angezeigt werden und darunter der Tageskilometer. Und dann können wir es weitermachen. Vorher ist das Menü nicht freigegeben. So, jetzt ist alles wiedergekommen. Jetzt haben wir hier links am Tacho Menü und 0. Jetzt müssen wir die Taste 0 drücken, gedrückt halten und so lange gedrückt halten, bis wir gleich ins Menü automatisch reinkommen. Es kann zwischen 20 bis 30 Sekunden dauern. Da ist immer ein kleiner Unterschied drin. Auf jeden Fall gedrückt halten. So, jetzt hat er gepiept. Und jetzt, wo er gepiept hat, kann man jetzt switchen. Einfach mit der Menütaste. Gehen wir jetzt einfach durch das Menü durch. Das war für Mercedes Cool, ist eine A906, wie der Sprinter. Dann kommen wir jetzt in verschiedenen Daten durch. Noch weiter. So, Service. Minus 600 Kilometer überschritten und Service fällig. Jetzt gehen wir auf 0. 21 Tage überschritten. Und jetzt die 0 und gedrückt halten. So, halten, halten, halten. Bis er es quasi erkannt hat. So, und dann jetzt mit Doppelklick. Ne, drücken, drücken und dann ist weg. Reset dann, also Reset durchgeführt. So, jetzt können wir wieder durchswitchen. Menü. So, die Batterie hat sogar 11,9 Volt. So, hier könnte man jetzt zum Beispiel für die TÜV, also Hauptuntersuchung und Abgasuntersuchung, das Datum eintragen. So, dann so lange durch. So, jetzt sind wir schon wieder einmal rum. Jetzt einmal Schlüssel wieder zurück. Raus. Wieder rein. Zündung an. Und siehe da, Service ist gelöscht. Ja, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Über ein Like würde ich mich freuen, über ein Abo ebenso. Aber ist auch keine Pflichtveranstaltung. Natürlich nur, wenn es euch gefallen hat. Und ja, bis zum nächsten Mal wieder. Euer Million Number One. Dankeschön.